Die Wohlfühlstimme gegen den Rest der Welt. Die Wohlfühlstimme rettet die Welt und äh, aber ganz kurz vorab, erst einmal Schweden. Wie rettet die Wohlfühlstimme Schweden? Erst einmal schauen wir uns an. Äh, äh, also Corona, Corona. Wie, wie rettet uns die Wohlfühlstimme bei Corona? Na ganz einfach, gucken wir uns Schweden an, ja. Es wird eine unendliche Hetze gemacht gegen Schweden. Ja warum? Aus gutem Grunde denn äh, wenn, wenn sich rausstellt und äh, hat sich ja schon herausgestellt, dass Schweden Recht hatte, äh, dann, äh, dann versucht man noch wie der Hetze natürlich noch den Schaden, den die schwedische Wirtschaft durch uns bekommen hat, durch uns verrückte, den, denen sagt man ja, die Schweden haben ja auch einen wirtschaftlichen Schaden, aber dass sie den durch uns haben, wird, wird natürlich nicht gesagt. Ne? Also, das heißt, es wird gehetzt ohne Ende gegen Schweden. Sonderweg, gefährlicher Sonderweg in Wahrheit. Schauen wir uns ganz kurz, müssen wir halt offensichtlich immer mal wieder wiederholen, müssen wir uns halt leider wiederholen. Hier. Also in Deutschland sterben jedes Jahr 950.000 ah, bin ich jetzt zu viel. Nein, Menschen, ganz normal, jedes Jahr. In Schweden würde das bedeuten, dass jedes Jahr, die haben ein Achtel der Bevölkerung geteilt durch acht, da sterben jedes Jahr 120.000 Menschen, ganz normal. In den letzten äh, drei Monaten geteilt durch vier äh, sterben in Schweden ganz normal äh, 30.000 Menschen ganz normal. Das sind aber jetzt Wintermonate, also sagen wir ganz normal sterben in Schweden äh, falsche Zahl. Äh, ungefähr 34.000 Leute wären in den letzten drei Monaten ganz normal gestorben. Faktisch sind gestorben 3500. Also in Schweden sterben also, wenn wir die drei Monate, drei Monate teilen wir jetzt mal durch, das sind ungefähr ja, drei Monate, teilen wir mal durch drei noch. 3 ist jeden Monat, das sind ungefähr 30 Tage, sterben also in Schweden ganz normal 11.000 Leute. Jetzt teilen wir das nochmal durch, äh, durch 30 Tage. 30 Tage ist, es sterben also jeden Tag 377 Leute, sagen wir 380 Leute ganz normal, jeden Tag. Also wenn wir jetzt 380 Tote, jeden tag in schweden haben, ganz ohne corona, in den wintermonaten. ja, dann haben wir schon in zehn tagen, hätten wir es also nach zehn tagen hätten schon 3,800 tote es geben müssen. es gibt jetzt in schweden nur 3,500 corona tote. ja, und jetzt wir haben aber corona läuft nicht zehn tage, sondern schon 100 tage. Jetzt gucken wir uns mal an, 100, da hängen wir also wieder eine Null dran. Also hätten jetzt in den letzten Monaten hätten 38.000 Leute ja in Schweden eigentlich sterben müssen, an, äh, äh, sozusagen sterben ganz normal. Und dann kommt eine angebliche Übersterblichkeit von lächerlichen 3.500 drauf, dann wären wir bei 41.500 Tote. Das ist nicht besorgniserregend, das ist gar nichts. Ja? Das ist äh, statistisch minimal. Ja? So, und dann äh, gucken wir uns nochmal an. In Deutschland hatten wir im, im äh, Moment na, äh, im Winter 2017-2018 äh, äh, hatten wir 25.000 erklärte Grippetote. Sozusagen müssen das wieder durch Acht teilen. Das heißt, in Schweden ist ganz normal im Winter 3125. Na gut, jetzt ist offensichtlich das Corona-Tick stärker als äh, die, äh, die Grippe und wir haben 3500 Tote. Wobei das eben alles nicht stimmen muss, denn wie äh, die Hälfte der 3500 Toten ist in Alten- und Pflegeheimen gestorben. Wie sagte Dr. Medgerd Reuter anhand der Daten so schön, äh, wenn sie in ein Alten- oder Pflegeheim gehen, haben sie nur noch die Hälfte der Lebenserwartung, als wenn sie außerhalb leben. Ja? Das heißt also, äh, unsere, die marktwirtschaftlichen Systeme sind so gefährlich und so schlecht. Also das, die, die marktwirtschaftlichen Altenheime sind so gefährlich für ihre Gesundheit, dass sie sowieso sehr früh sterben. Und wenn die Hälfte schon von 3.500, dann haben sie nämlich in Wirklichkeit nur noch 1.750 Leute. Also in Schweden haben die 1.750 Tote außerhalb der Alten- und Pflegeheime. Ja, und dann sieht das Ganze doch schon wieder ganz anders aus. Also auf jeden Fall. Nehmen wir den schlimmsten Fall an und sagen, okay... 3125, dann wäre das ein ganz normaler Grippewinter 2017, 18 für Deutschland äh, vergleichbar gewesen. Und von 3125 auf 3500 sind das noch nicht mal, sind das gerade mal 375 mehr Tote. Das liegt im statistischen Zufallsbereich. Also und, und alle Schäden die in schweden. wir wissen ja auch nicht wie viele von den schwedischen toten verursacht wurden durch unsere panik, durch unsere wirtschaftsschädigung. denn schweden ist im wesentlichen ja nur durch uns wirtschaftlich geschädigt worden. ja, nicht durch, durch schweden selber. Ja? und also von daher würde ich sagen schweden ist das musterbeispiel wahrscheinlich. Wenn die sich einfach, wenn die von uns nichts gehört hätten und nichts gesehen hätten und einfach gar nichts gemacht hätten, wären sie wahrscheinlich noch besser gefahren. Ne? Schluck Wasser. Und warum sind jetzt die Pflegeheime denn so gefährlich, die marktwirtschaftlichen? Warum sind die marktwirtschaftlichen Krankenhäuser so gefährlich? Ich es nur ganz kurz an. Hier haben wir einen Früharzt, der sich nicht irrt, der in der Wahrheit lebt, der sagt. No, Viren und Bakterien sind nicht so gefährlich, sie müsst nur euer tolles Kommunenleben beibehalten und lauter Naturnahrung essen, Obst, Gemüse und so weiter. Und dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich nicht. Das ist die Wahrheit. Dann, das ist dieser, der Früharzt irrt sich und sagt: Nein, ihr könnt ruhig die moderne Nahrung essen, die ist genauso, die, ist nicht, die macht euch nicht krank. Ne? Und, und dann sagt er nein, aber ihr werdet ihr seid immer krankheitsbedroht, denn ihr als, euch als Menschen fehlen meine Impfungen, meine Tests und meine Bestrahlung, meine Operationen, meine Chemotherapien und nur die müsst ihr kaufen und dann bleibt er gesund. Der irrt sich, ja, das ist keine böse Absicht, der irrt sich einfach. Die Leute essen sich krank. Er hat Dauerkunden, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder. Das heißt also diese Irrtümer erweisen sich als gewinnbringend, gewinnbringende Irrtümer. Und das haben wir in allen Bereichen. Wenn Sie im Pflegeheim, wenn da man sich irrt und dann zum Beispiel zu viel Medikamente gibt, weil man das wirklich glaubt, dass das wichtig sei, dann es erweist sich immer als gewinnbringender Irrtum. Aber die Heiminsassen sterben, haben nur noch die Hälfte der Lebenserwartung, als wenn sie nicht ins Heim kämen. Ja? Also das heißt, alles was marktwirtschaftlich, Dr. Markus Krall, ja, das ist ja der... Der Chefideologe der Marktwirtschaft hier im Internetfernsehen. Äh, äh, die Marktwirtschaft generell produziert also in allen gesellschaftlichen Bereichen gewinnbringende Irrtümer, und die ruinieren unser Leben. Ja? Die führen auch zur Gefährlichkeitsüberschätzung. Ja? Also hier. Der hier glaubt ja dann auch wirklich, ja, nee, Viren und Bakterien sind unheimlich gefährlich. Das sind immer gleich Killerviren und so weiter. Und deswegen braucht ihr meine Behandlung und so weiter. Und dann sieht er natürlich auch nicht, wie Dr. Könlein ja so schön angedeutet hat, dass, dass, wir, dass alle eben auch daran sterben. Dr. Klaus Könlein mit C dass alle ja daran sterben, dass an den medizinischen Maßnahmen sterben. Also der Arzt hat ja einen blinden Fleck. Es fällt ihm schwer daran zu sehen, wo der Mensch iatrogen erkrankt, also durch die ärztliche Behandlung krank wird. Das haben Ärzte nie gelernt, das zu analysieren und zu sehen. Dafür haben sie einen total blinden Fleck und deswegen sehen sowohl die Alten und Pflege, Pflege Pflegeheime sehen nicht, wie sie die Menschen zu Tode pflegen. Ja? Und die, äh, die, äh, die Ärzte sehen nicht, wie sie die Menschen zu Tode behandeln. Ne? Und das ist aber in der Marktwirtschaft zwangsläufig, denn diese gewinnbringenden Irrtümer sind ja keine bewusste Betrug, kein bewusster Betrug, sondern die glauben ja ihre Irrtümer. Das heißt, im guten Glauben, das Beste zu, zu tun für die Menschheit, werden die Menschen zu Tode gepflegt und behandelt. Ne? Das ist Marktwirtschaft, ja, das ist Kapitalismus, ja. Und äh, äh, ja, äh, so, dann geht's weiter. Ja, die Frage bei all dem, was im Internet so diskutiert ist, wer ist da überhaupt noch im Mainstream? Ne? Haben Sie sich das schon mal gefragt, ja? Äh, zum Beispiel jetzt Widerstand 2020 ist im Main Mainstream, aber als abgeurteilt, als Verschwörungstheoretiker und Spinner, ja, als Partei, ist also schon gestorben, ist im Mainstream nicht vorhanden, kann also deswegen niemals irgendwelche Mehrheiten erobern, ja, ist einfach unmöglich, ja. Also das heißt, all dieses Vorwurfsvolle, die Bösen reichen und die bösen Politiker und die Bösen. Das bedeutet, dass man zu Recht ausgesondert wird, denn die sind nicht böse. In der Marktwirtschaft ist man nicht böse, sondern hat gewinnbringende Irrtümer im Kopf. Und aufgrund der gewinnbringenden Irrtümer schadet man anderen Menschen, aber doch nicht aus böser Absicht, ja? Bill Gates ist böse und so weiter. All diese Verschwörungstheoretischen, dieses Beleidigen aller anderen, das ist klar, dass sie dann nicht, damit nicht in die öffentlich-rechtlichen Medien hineinkommen. Ja? Da müssen wir aber hin, wenn wir mit der Wohlfühlstimme das Problem lösen wollen. Ja, ach so, die Wohlfühlstimme kehrt das Ganze um. Sie beendet sofort den, sofort innerhalb weniger Wochen und Tage beendet sie je alle gewinnbringenden Irrtümer, ja? weil in dem Moment, wenn die Wohlfühlstimme gemessen wird, wird ja der Arzt, der die Leute oder das Pflegeheim, das die Leute zu Tode behandelt, das kriegt ja schlechte Wohlfühlstimmen, weil nämlich auch, wenn sie sterben vor dem 127. Lebensjahr, Sie, die kriegen Sie, äh, läuft für Sie die schlechteste Wohlfühlstimme überhaupt weiter, die sieben, also ich äh, will jetzt die Zahlen nicht erklären, aber äh, und dann äh, dann das heißt, die, 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 die kriegen äh, dieser Arzt oder dieses Pflegeheim kriegt keinerlei Verdienstzuschlag mehr, sondern nur das Pflegeheim, das die Leute, in die Gesundheit hineinpflegt und der Arzt, der die Leute nicht zu Tode behandelt, sondern in die Gesundheit hinein berät und begleitet, der kriegt dann nur noch Verdienstzuschläge und alle anderen nicht. Also die Wohlfühlstimme löst alle Probleme und zwar ja, damit können wir die ganze Welt heilen. Und Sie als Bürger kriegen quasi damit, Sie werden ermächtigt, weil Sie kriegen zum ersten Mal genau genommen können sie die wahlstimmen die es bisher ja gibt und die dann ruhig auch noch weiterlaufen können man, man soll ja immer so wenig ändern wie möglich aber eigentlich werden, äh, werden sie erst zum zum äh, Souverän, zum, äh, zu dem Bürger der äh, Demokratie heißt ja äh, Herrschaft des Volkes sozusagen. Sie werden erst zum Herrscher durch die Wohlfühlstimme. Ohne die Wohlfühlstimme können Sie die Idee einer Herrschaft des Volkes äh, grundsätzlich vergessen. Das ist nicht möglich, dass Sie Einfluss auf die Politik haben können. Das geht nicht. Ja. Die normalen Wahlen, die, die können ruhig weiterlaufen, aber über ihre Wohlfühlstimme entscheidet sich dann, welche Partei überhaupt noch Chancen hat. Und das heißt, die Parteien werden zu, den, zu ihrem Diener, genauso wie die Wirtschaft zu ihrem Diener wird, die Medizin wird zu ihrem Diener, die Pflegeheime werden zu ihrem Diener. Alle werden zu ihrem Diener, denn nur wenn sie ihnen gut dienen, kriegen die überhaupt noch Geld ne? und können, gehen sie nicht pleite. Hm? Ja, dann. Äh, die interessante Frage ist auch immer wieder: ja? dann, die Ärzte, so wie Dr. Bodo Schiffmann, die irren sich natürlich auch und der glaubt ja auch wirklich wir hätten ein gutes gesundheitssystem. dabei ist haben wir haben ein erzkapitalistisches gesundheitssystem in dem nur der krank geld bringt und in dem das gewinnbringende verwalten von krankheit das der richtige weg ist also nur mit vielen gewinnbringenden irrtümern Hole ich genügend Geld aus den Versicherten raus? Ne? Also nur durch Misshandlung. Ja? Und er äh, irrt sich dann auch und sagt so, ja, wie viele Leute sterben jetzt, weil sie nicht behandelt werden? Nee, es ist, wir müssen uns auch die umgedrehte Frage stellen. Wie viele Leute sterben jetzt? oder wie viele Menschen überleben jetzt, eben gerade, weil sie nicht behandelt werden. Es gab ja mal so irgendwo angeblich einen Streik und da fiel dann plötzlich auf und deswegen haben die Ärzte dann auch nie wieder gestreikt, weil dann auffiel, dass viel weniger Menschen gestorben sind in der Zeit, als gestreikt wurde, als sonst. Ja? Also das heißt, es wurde dann plötzlich offensichtlich, dass Medizin tötet, was der Dr. Gwedger Reuter immer ganz deutlich sagt mit TH, ja, dass Medizin eben tötet, ja, Schluck Wasser. Wir müssen also einerseits überlegen, wie weit töten die Maßnahmen und wo retten sie auch wieder leben. Man muss das ja, wenn, dann fair abwägen. Da man das aber sowieso alles nicht ausrechnen kann, bleibt uns nur Schweden. Ne? Und Schweden und Weißrussland. In Schwe ich wäre über die Zahlen von Weißrussland sehr interessiert. Ne? so äh, das jetzt äh, noch mal hier mh, kurz äh, das Thema ja also die äh, ganz kurz also die Wohlfühlstimme korrigiert die Schlechtigkeit der freien Marktwirtschaft das Dr Markus Krall also kurz gesagt die gewinnbringenden Irrtümer die sieht Markus Krall einfach gar nicht. Der sagt so, ach so, ja, nee, ich habe keine Ahnung von Naturwissenschaft, ich will das nicht sehen, ich kann das nicht sehen. Äh, ich sehe die gewinnbringenden Irrtümer nicht, also ist der Markt toll. Ja? Zentralirrtum, die, die, die gewinnbringenden Irrtümer machen uns alle total kaputt. Und nur die Wohlfühlstimme könnte, konnte das. Hans Werner Sinn ähnlich. Der sagt, im Gegensatz zu Dr. Markus Krall, sagt er, ja, also, nee, nee, dieser freie Markt ist Quatsch. Wir müssen schon einen Sozialstaat haben. Wir brauchen schon richtige soziale Marktwirtschaft, ja. Wir müssen das Elend äh, derer, die in dem Wettbewerb untergehen, ja, da die, denen müssen wir helfen. Ne? Und da hat er recht, ja, und so weiter. Also da ist der Sinn ist schon mal tausendmal besser als Krall, ja. Äh, aber äh, Sinn sieht auch nicht, aha, gewinnbringende Irrtümer. Nein, ich habe keine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich verstehe die Evolution von Wirtschaftssystemen nicht und ich sehe auch nicht, äh, äh, habe keine Ahnung davon, wie sich gewinnbringende Irrtümer ausbreiten. Und deswegen mein, mein, äh, meine ich natürlich auch nicht, dass wir die Wohlfühlstimme brauchen. Denn der Markt ist im Kern ja doch gut. Riesenirrtum, Herr Professor Sinn. Der Markt ist über die gewinnbringenden Irrtümer. Erzeugt der Kriege, erzeugt Krankheiten, erzeugt kr tötende äh, Pflegeheime, tötende äh, Krankenhäuser, äh, begünstigt Killerkeime und so weiter. Also, das macht der Markt. Der Markt ist schuld. Christian Felber wiederum erkennt: Ja, das stimmt, also der, Kap der Kapitalismus ist böse, der ist irgendwie schlecht. ja. Aber er, 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 er erkennt dabei äh, nur, äh, dass zwar der Kapitalismus schlecht ist, und dass das Ganze irgendwie nicht den Menschen dient, vor allem nicht dem Gemeinwohl dient und so weiter, erkennt er richtig. Aber er erkennt eben auch wieder nicht, dass das Kernproblem durch seine... Erstens, dass er ein Riesenbürokratiemonster schaffen würde, mit extremer Bestechungsanfälligkeit, mit den, mit den sogenannten Gemeinwohlbilanzen, die von irgendwelchen Auditoren oder äh, sozusagen äh, Wirtschaftsgemeinwohlprüfern sozusagen erhoben werden, dass er da ein, ein bestechungsanfälliges Bürokratiemonster erschafft, das willk total willkürlich ist und unendliche Prozesse wegen Willkür, Willkürlichkeit, wegen Wettbewerbsverzerrung und so weiter erzeugen würde. Da ist er nicht in der Lage, das zu verstehen. Außerdem würde er, wenn man ihm freie Hand lassen würde, mit seinen Einstellungen Europa wirtschaftlich ruinieren. Er würde alle fähigen Leute außer Landes treiben und äh, wirtschaftlich ruinieren. Und äh, aber. Immerhin sagt er, der Kapitalismus muss beendet werden. Das ist schon mal gut, ja. Und die, seine falsche Gemeinwohlökonomie er erkennt zwei Dinge nicht. Er erkennt nicht, dass die gewinnbringenden Irrtümer alles ruinieren, und er erkennt nicht, dass die Wohlfühlstimme viel effizienter wäre als seine Gemeinwohlbilanz. Ja? Bei Carla remsma Luisa Neubauer und Greta Thunberg und Fridays for Future ist es noch viel schlimmer, ja. Denn die äh, sozusagen wollen äh, nicht Europa first, nicht Germany first, sondern dritte Welt first. Genau genommen kämpfen die, wenn, wenn man das alles umsetzen würde, was sie jetzt fordern, würde es bedeuten, Europa stirbt und die dritte Welt lebt. Ja? Äh, und deswegen äh, sind die natürlich völlig verwirrt geistig, ja. Aber natürlich keine böse Absicht, das ist halt alles Irrtum. Ja? Und, äh, und Sarah Wagenknecht irrt sich äh, an der Stelle, dass sie halt äh, äh, in der Illusion lebt, äh, dass äh, die Welt besser würde, wenn wir nur... Äh, knallhart äh, irgendwie die Reichen, die bösen Reichen, endlich besteuern würden und so weiter und so richtig knallhart. Und sie sieht überhaupt nicht, äh, dass äh, die dann einfach sagen: Ja, liebe Sarah, äh, wir als Milliardärskönige hier in Deutschland, ja, du willst uns also so ein bisschen hier, du willst uns einfach viel wegnehmen. Na gut, liebe Sarah, kannst du machen, dann nimm, nimm uns das weg, aber bevor wir, du uns das wegnehmen kannst, gehen wir ruckzuck ins Ausland. Und verkaufen ihre, unsere Sachen, die wir hier haben und, und bauen unsere Unternehmen in China oder sonst wo auf, wo wir äh, eben nicht so viel weggenommen bekommen und, und, und tschüss und dann ist Deutschland und Europa sind kaputt, ja. Also, wer macht denn dann die Arbeitsplätze, ja? wenn, wenn Mercedes Deutschland verlässt, VW Deutschland verlässt, wenn die, wenn die alle rausgehen aus Deutschland? Wer schafft denn dann die Arbeitsplätze? Niemand mehr. Pustekuchen, ja? Dann müssen wir halt, dann geht es uns wie, wie den Afrikanern, zwei Euro am Tag, ne? liebe Sarah Wagenknecht. Kevin Kühnert genauso, bei ihm geht es ja noch auch Richtung Enteignung. Ja, klar, wenn ich, wenn ich Wohnungen enteigne, ja, dann ist das, das Signal bedeutet dann, dass kein privater Unternehmer mehr auch nur einen Cent in irgendwelche Wohnungen steckt oder in irgendwelche Immobilien. Das heißt also, alle Wohnsubstanz verkümmert in Deutschland. Deutschland und äh, unsere, äh, am Ende sehen unsere Häuser aus wie am Ende der DDR der DDR und am Ende äh, der Sowjetunion. Ja, das macht Kevin Kühnert und das will Kevin Kühnert. Ja? Also ohne böse Absicht, aber das, der, alles, was er will, würde darauf hinführen, dass wir also über diese Enteignung im Wohnungsbau zum Beispiel, im Wohnbereich, äh, würden wir dann also äh, sozusagen einen völlig runtergekommenen Wohnungsbestand haben. Und wenn wir das dann in staatlicher Hand machen, werden wir genauso äh, viel verlieren volkswirtschaftlich wie bei dem... Äh, 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 Flughafen Berlin, Brandenburg, dem Sprichwörtlichen, ja. Da werden wir dann also ganz unwirtschaftlich wird dann produziert werden. Also durch die Wohlfühlstimme wird es so sein, dass der Wohnungsbau dahin geht, dass nur noch ökologisch gebaut wird, nur noch biologisch gebaut wird, denn die, der Gesundheitszustand der Bewohner meiner Wohnungen entscheidet dann darüber, ob ich Verdienstzuschläge kriege oder nicht, also ob ich auf dem Markt überlebe oder nicht. Und dadurch muss ich als Vermieter und als Wohnungsbauer äh, eine total gesunde Lebensumwelt meinen Kunden herstellen. Wenn ich das nicht tue, gehe ich pleite. Ja? Also damit sind alle Probleme gelöst und äh, dadurch würde dann auch genügend äh, äh, Wohnraum geschaffen werden. Ne? So, aber wer investiert im Moment noch in Bauen, wenn ständig das Wort Enteignung fällt oder so? Ne? Niemand. Und Nico Pech, der irrt sich noch äh, viel stärker, weil der sieht nicht, aha, äh, durch die gewinnbringenden Irrtümer, ist die Konsumsucht erzeugt. Deswegen ist der Rat von Nico Pech, dass wir also irgendwie Genügsamkeit lernen sollten, der wird bei der Masse der Menschen nicht ankommen können. Warum? Weil, ja, hier, dieser Frühhändler und Früharzt sagt: Ach, ist das toll, dass ihr so liebevoll und so viel Sex habt in den Kommunen und so weiter, herrlich und so weiter. Und dieser äh, Früharzt und Frühhändler äh, äh, irrt sich, äh, äh, Erraro Humanum Est, Mutation und Selektion bewirken, dass sich äh, ein Irrtum entsteht und der sagt, ach ist das eklig mit eurem Geschmuse und all dem Sex in eurem Kommunen, damit, das ist auch infektiös und alles und, und hört auf damit, das ist ja unanständig, unkeusch, unmoralisch und so weiter. Da äh, die Leute äh, äh, reduzieren ihre, ihr Liebesleben Erleiden einen Glückshormonmangel und werden kauf- und konsumsüchtig. Ja? Und dadurch werden sie dann auch wieder krank, sie werden übergewichtig und krank und so weiter. Und esssüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig und so weiter. Ja, und äh, das alles, äh, das versteht Nico Pech nicht, ja? dass er eben. Äh, sag, äh, dass, dass, er, dass er, er merkt gar nicht, dass er mit Heroinsüchtigen redet. Und wenn man wenn man mit einem Heroinsüchtigen redet und dem, was von Genügsamkeit predigt, äh, der, 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 der hält einen für geisteskrank dann. Also lieber Niko Pech, das wird nichts. Die Masse der Bevölkerung ist so konsumsüchtig, da können sie mit ihren moralischen Appellen, äh, damit, damit, damit können sie das benutzen. Ihre Texte, das, das können die Leute als Toilettenpapier dann benutzen wahrscheinlich, ja, äh, ja, Rainer Mausfeld, ja, der, der äh, klärt uns auf, dass wir als Bürger natürlich nichts zu sagen haben, wir, ist doch klar, wir sind die Sklaven und die Milliardärskönige sind die Herren, ja, aber wir müssen doch mit den geliebten Herren eine Lösung finden. Und die Wohlfühlstimme, die muss doch den Milliardärskönigen etwas bringen. Sonst sagen die, die Wohlfühlstimme bringt mir doch nichts. Warum soll ich die, die Gesellschaft demokratisieren? Äh, ich, 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 äh, warum? Ja, also deswegen hier. Also, Gespräch mit Mil also all die Leute, die ich bis jetzt genannt habe, wenn die mit dem Milliardärskönig sprechen, sagen die immer eigentlich nur einen Satz. Lieber Milliardärskönig, wir, wir wollen dir was wegnehmen. Punkt. Und dann sagt der Milliardärskönig, ist ja schön, ihr alle hier, ihr, wie heißt, Liebe, Liebe, ist ja nett von euch, lieber Markus Krall, lieber Hans Werner. Übrigens, da passt dann auch dieser Begriff. Teenwashing, ja, also äh, greenwashing gibt's, ja, und teenwashing. Und da äh, die Fridays for Future, ja, natürlich haben die Leute sich gerne mit denen umgeben, ja, die Wirtschaftsleute, um so Teenwashing zu machen, ja, so nach dem Motto, ja, wir die mit diesen netten Kindern, mit diesen netten Teenies treten wir gerne auf und denen versprechen wir auch gerne mal was. Lippenbekindene Kenntnisse ko kosten ja nichts und so weiter. Aber wenn es dann ernst wird, vergessen wir das natürlich ganz schnell. Und in dem Sinne weil es sind natürlich Fridays for Future hier Greta Thunberg, äh, äh, Luisa Neubauer, Carla Rebschwar und all die anderen natürlich immer nur benutzt werden zum Teen-Washing, ja? also sozusagen äh, durch netten Kontakt mit netten Teenies diese äh, Sache beschönigen, ohne wirklich was zu tun, Ja, ja und das bedeutet jetzt äh, letztendlich hier, da sagt der Milliardärs König, ja lieber Markus Krall, lieber Hans-Werner Sinn, die, egal welches Konzept hier, Sarah Wagenknecht, Nico Pech, alles was ihr von mir wollt, ist im Prinzip höchstens, allerhöchstens, dass ihr mir was wegnehmen wollt. Ja? Und dann sagt der Milliardärskönig, ja, danke schön. Tschüss, das interessiert mich nicht. Auf Wiedersehen, ist ja nett, dass er vorbeigeschaut hat, interessiert mich nicht. Jetzt kommen aber die Next Scientists Future.de und sagen, ja, hoppla, lieber Milliardärskönige, wir möchten ihnen etwas schenken. Wir möchten ihnen die, die, die Wohlfühlstimme schenken, damit sie endlich eine Stimme haben, auch gegen die anderen, die Irrtümer der anderen Milliardärskönige. Also, und über die Wohlfühlstimme wird ihr leben sie werden viel länger leben dürfen maximal bis 127 jahre ungefähr. da ist dann auch mit der genetik das Menschen wohl ende. Ja? und das aus gutem grunde und das wollen wir auch gar nicht ändern. Also mit 100, also, aber 127 das wollen wir ihnen ermöglichen, das wollen wir ihnen schenken. und diese 127 sollen sie möglichst dann absolut kerngesund erreichen. Und das erreichen wir über die 20 Reformen der Next Scientist for Future.de und die Wohlfühlstimme äh, wird sie auch ermächtigen sozusagen und vor allem ihre Lebensfreude, ihre Lebenslust, ihre Lebensqualität wird um den Faktor 20 erhöht werden. Und ich gebe Ihnen mal noch mehr Angebot, lieber Milliardärskönig, gucken Sie mal, lieber Herr Gates oder wie auch immer, ja? Hören sie, schauen Sie mal hier. Was ist passiert hier mit der, na? Was ist passiert? Durch die gewinnbringenden Irrtümer gab es immer mehr Leute, die die gewinnbringenden Irrtümer geäußert haben, dass dieses Schmusen in den Kommunen doch widerlich sei, dieser viele Sex. Dadurch waren, lieber Milliardärskönig, dadurch waren ihre Vorfahren sozusagen sexuell nicht mehr befriedigt in den Kommunen. Haben sie die dann natürlich zu Recht gesagt, dann mache ich mein eigenes Ding und mach, mach mir neues Spielzeug. Ich werde jetzt einfach Akkumulationssüchtig und Machtsüchtig und mache mein eigenes Ding außerhalb der Kommune. Ja, wenn Schmusen nicht mehr angesagt ist, warum soll ich dann noch in der Kommune bleiben? Na, das ist ja kein Grund mehr. Ja, und äh, dadurch äh, gab es überhaupt die, erst mal die Abspaltung der Milliardärskönige. Und äh, ja, und dann, lieber Milliardärskönig, die Wohlfühlstimme, die führt dazu, dass am Ende ganz von selber, ohne dass irgendjemand das vorschreiben muss, werden von ganz von selbst, werden wieder liebevolle Kommunen entstehen, denn die, die Ursache ist ja weg, der Kapitalismus ist weg, die Marktwirtschaft ist weg und damit auch die gewinnbringenden Irrtümer sind weg, also werden alle sagen, na... Na, vielleicht sind wir doch von Natur aus eher Kommunentiere, ne? Mit Gruppen-Ehe-Tiere, -Ehet -Gruppen Kommunentiere, ne? Und dann werden, werd, werden sich wieder lauter äh, Kommunen bilden, ja, also sozusagen. Und, und äh, diese Kommunen, ja, aus vielen äh, und dann äh, sozusagen werden diese Kommunen sie einladen. Hier, lieber Milliardärskönig, kommen Sie doch mal bitte zu, bei uns zu Besuch mit Ihren Familien und gucken Sie ob sie nicht merken, dass wenn sie mal so ein bisschen Urlaub bei uns machen und mal mitwohnen, ob sie nicht irgendwie das Gefühl haben, dass sie hier viel, viel glücklicher sind und auch ihre Familien viel glücklicher sind innerhalb unserer Kommunen, äh, Kommunen als, als äh, vorher. Und wenn dann die Milliardärskönig, lieber Milliardärskönig, wenn sie sich dann äh, von sich aus also verlieben in die Kommunen, ja, äh, dann, dann, äh, ja. dann können sie da einziehen. Und wenn sie dann wieder anfangen, wie das früher in den Kommunen üblich war, alles den Frauen und den geliebten Frauen und Kindern der Kommune zu schenken, dann geht auch die Schere zwischen arm und reich zusammen, ohne dass ihnen jemand was wegnehmen musste. Sie, sie schenken das dann einfach. Ja? Und damit, und dann kommen auch... Äh, in die, dann wird es viele Kommunen in Deutschland, in Europa geben und dann kommen aus aller Welt kommen die Milliardärskönige und wollen in Europa in die Kommunen einziehen, weil man dort besser lebt, länger, gesünder und viel glücklicher lebt und viel mehr geliebt ist und so weiter. Ja? Und lieber Milliardärskönig, das ist doch ein Angebot. Ne? Ja, und dann sagt der Milliardärskönig, wenn man, wenn man nur einmal ins Gespräch mit denen kommen würde, ja. Dann würde der sagen, ja, darüber müssen wir mal diskutieren. Das müssen Sie mir mal genauer ausmalen, wie dann so diese paradiesische Zukunft aussehen soll. Und das allein durch eine Wohlfühlstimme und 20 lächerliche Reformen, alles äh, können wir das erzielen. Ja und, ja, und genau so, so geht der Weg. Aber hier, das ist der Irrweg. Ja, ja. Und so, so viel also für die heutige wissenschaftliche Tagesschau. Ja, und bitte machen Sie sich klar, ich habe bis jetzt überall in der Welt nur Konzepte gefunden, die, sich, die alles nur Irrwege sind. Und nur der Weg der Wohlfühlstimme kann die ganze Menschheit am Ende retten, weil auch die ganze Umwelt repariert wird, wenn, äh, wenn mein Wohlfühlen, zum Wohlfühlen braucht der Mensch Parks, er braucht Wälder, er braucht völlig giftstofffreies, also sauberes Wasser, saubere Luft, saubere Nahrung, saubere Medizin. Alles muss giftstofffrei werden und das schafft nur die Wohlfühlstimme, ja? Und also das heißt, die Unternehmen werden ab dem ersten Tag der Wohlfühlstimme werden alle hingehen und die Umwelt reparieren, denn die wollen alle gute Wohlfühlstimmen haben und die kriegen sie nur, wenn sie alles sauber machen. Ein großer ein großer Erdputz nimmt seinen Anfang sozusagen, ja? Ja, also, ich glaube, das war's schon wieder für jetzt. Tschüssi.